Taschen leer, Leute. Videothema Insolvenz. Wir haben in Deutschland 3,5 Millionen Unternehmen. Natürlich ist die Kurve so. Das heißt also, ca. 3,1 Millionen Unternehmen haben weniger als 10 Mitarbeiter. Dann wird es immer größer. Natürlich haben die wenigsten 10.000 Mitarbeiter, 100.000 Mitarbeiter aufwärts. Das sind ganz wenige Unternehmen. Und es sollen jetzt laut Markus Krall, auch laut vielen Prognosen, mehrere hunderttausend Unternehmen pleite gehen in die Insolvenz. Und das Ganze wird natürlich auch dadurch ziemlich stark verschleppt, dass man die Insolvenz jetzt erst Ende Q1 2021 anmelden muss. Und ich will jetzt hier ein paar Dinge sagen, denn das spielt uns kurzfristig, die nächsten 24 Monate, extrem gut in die Karten rein, denn ich persönlich habe nicht nur sehr viel Geld gespart, dass ich Unternehmen, die kurz vor der Insolvenz waren, gekauft habe. Ich habe auch ziemlich viel Geld damit verdient, dass schlecht laufende Unternehmen, die liefen einfach schlecht, die sind mit mir in Kontakt getreten oder ich mit ihnen. Ich habe mich dann beteiligt, ohne dafür Geld zu bezahlen und habe dann einfach im Bereich interne Prozessdigitalisierung, Produktportfolio, Marketing und Sales diese Firma mit meinem Team wieder auf die richtige Spur gebracht. Wir haben die Umsätze nach oben gebracht und dann wieder unsere Anteile sehr gewinnbringend verkauft. Natürlich auch das in einer Holding drin, wo du viel weniger Steuern zahlst. Einen einstelligen Prozentsteuersatz. Die meisten Leute glauben, man wird in Boomzeiten mit Karrieren reich. Aber Leute, selbst wenn ich irgendwo 200.000, 300.000, 400.000 Euro Gehalt verdiene, wenn ich dann da noch Steuern drauf zahle, die meisten Leute schaffen sich dann noch 2, 3 Leasingfahrzeuge an, ein tolles Haus, was man als Angestellter ja nicht vom Brutto bezahlt, sondern vom Netto, vom versteuerten Geld. Das ist eigentlich eine Formel, um immer zu stagnieren, um nicht wirklich reich zu werden. Und das nächste ist, wenn man diese insolventen Firmen oder schlecht laufenden Firmen kauft oder mit hochskaliert, dann tut man ja nicht irgendwas Schlechtes, also wie so eine Art Raubkatze, die dann dieses Unternehmen aufkauft und kaputt macht, ganz im Gegenteil. Man erhält ja einen Großteil der Arbeitsplätze, schafft sogar neue Arbeitsplätze und bringt somit die deutsche Wirtschaft wieder nach oben. Das ist eben der wichtige Punkt, das zu verstehen. Und wenn du da auch daran interessiert bist, also wenn du in diesem Bereich ein Geschäftsmodell aufbauen möchtest, eine Digitalisierungs- und Skalierungsagentur, die solchen Firmen hilft, die solche Firmen aufkauft oder sich beteiligt, hochskaliert, dann wieder bei den Exits mit partizipiert. Wenn du lernen möchtest, wie das geht, melde dich unbedingt unten an, schau dir das Webinar an, dann bekommst du auch noch ein Beratungsgespräch mit uns, wie das Ganze für dich funktioniert, so ein Unternehmen aufzubauen oder wenn du schon ein Unternehmen hast, dich zu beteiligen etc. oder wenn du dein Unternehmen verkaufen möchtest, auch uns gerne anschreiben, einfach hier eine E-Mail schreiben, denn wir kaufen auch die nächsten 24 Monate in verschiedenen Branchen Unternehmen. Ich will jetzt nicht sagen, welche Branchen, denn das sagen wir nur unseren Kunden, dass sie wissen, wo man reingehen muss. Wir wollen ja da nicht zu groß Konkurrenz auch erzeugen. So, das also mal grob der Rahmen. Und jetzt gehen wir mal in dieses Thema rein. Also, Punkt 1. Die Juicery zum Beispiel, die habe ich ja nicht selber gegründet damals 2014. Ich bin ja erst 2016, also vor 4 Jahren eingestiegen und das Unternehmen hat im Jahr ca. 500.000 Euro Minus gemacht. Es hat also Minus gemacht. Und jetzt kommt ein sehr interessanter Punkt, Leute, und zwar ein solches Unternehmen musst du teilweise nicht mal kaufen und denen Geld geben, sondern es gibt dann auch noch 2 andere Optionen. Ich werde auch zeigen, wie man sogar Unternehmen dazu bewegt, dass sie sogar dir Geld geben. Denn stell dir mal vor, du hast eine Bruchbude, die kannst du auch nicht wirklich gut vermieten, du hast nicht die Kompetenz, nicht das Geld, das Ganze zu renovieren, aber du musst trotzdem noch jeden Monat da Geld reinlegen, weil da noch Angestellte sind, Kredite laufen und du machst damit Minus. Du machst zum Beispiel im Jahr 100.000 Euro Minus. Und du hast es noch die nächsten 10 Jahre an der Backe.
Und jetzt kommt jemand und der sagt dir, hey, gib mir 200.000 Euro dafür und diese Bruchbude und ich nehme es dir ab. Und genau so kann man auch teilweise vorgehen. Das heißt, es gibt dann sogar Unternehmen, die geben dir sogar noch Geld und das ganze Unternehmen. Das kann also wirklich sehr von Vorteil sein. Der zweite Punkt ist der, und zwar, du kaufst das Unternehmen gar nicht. Du machst eine neue Firma auf, machst dann einen sogenannten Asset Deal. Das heißt, du nimmst die potenziell alten Verträge, Verbindlichkeiten und auch potenziell Dinge, die da irgendwo im Argen liegen. Wenn du ja eine Firma kaufst, du musst immer eine Due Diligence machen und vielleicht übersiehst du zum Beispiel irgendwelche alten Verbindlichkeiten oder zum Beispiel die andere Firma hat einen Vertrag, hat da was falsch gemacht und dann wirst du noch verklagt und musst da Summe X noch bezahlen. Dann machst du also einen sogenannten Asset Deal und übernimmst dann einfach beispielsweise die Lagerbestände, Teile der Belegschaft oder die ganze Belegschaft, übernimmst die Kundendaten etc., gründest ein neues Unternehmen, nimmst ja einfach nur die Filetstücke raus und führst es dann weiter oder sogar, du nimmst die Filetstücke raus und verkaufst dann einzeln die Filetstücke. Also sehr interessante Methoden, die es da gibt. Das heißt, schau dir das unbedingt an. Also jetzt, wenn wir in so eine Art Rezession reingehen für 1, 2, 3 Jahre, manche sehen dann das als eine Riesengefahr, die haben Angst, die werden kleiner. Aber wenn du diese Kompetenzen vom Live-Webinar lernst, den Businessplan runterlässt, also falls du das Live-Webinar verpasst, dann ist eins weiter drunten der ganze Businessplan mit Präsentation, dann kannst du in so einer Krise massiv viel lernen, massiv profitieren, massiv viel Geld verdienen, aber auch einen Mehrwert schaffen für die Firma, für die Mitarbeiter, aber auch für die Gesellschaft, weil du ja dann wieder das Unternehmen hochfährst, das zahlt Steuern, spült Geld in die Staatskassen, Mitarbeiter haben Geld, konsumieren, kurbeln die Wirtschaft an. Also ganz wichtige Punkte hier an der Stelle zu beachten. Jetzt haben wir also einmal über sehr viele Chancen gesprochen. Natürlich gibt es aber auch sehr viele Risiken. Also man muss unbedingt schauen, in welche Branchen gehe ich rein. Also ich empfehle wirklich Consulting-Branche, Tech-Branche, Gesundheitsbranche, dann natürlich auch Grundbedürfnis-Branche. Ich würde jetzt eher in Branchen rein investieren, die sich da sehr schwer tun. Also das würde ich natürlich eher nicht machen. Und jetzt muss man nochmal auf eine weitere Sache aufpassen. Zum Beispiel, ich habe jetzt ein Unternehmen, wo ich Consulting-Dienstleistungen einmal verkaufe. Das ist eins von mehreren Unternehmen. Wir haben natürlich da relativ wenig Fixkosten. Ja, wir haben ein Büro, ja, wir haben Mitarbeiter, aber wir haben jetzt nicht extrem viel Ware oder Maschinen oder sonstige Overhead-Kosten. Das heißt also, ich würde jetzt wirklich aufpassen in so einer Phase mit Fixkosten. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, früher war es ja so, ein Unternehmen musste sehr schnell Insolvenz anmelden, wenn es absehbar war, dass das Unternehmen nicht mehr zahlungsfähig ist. Und jetzt schaut es folgendermaßen aus. Die müssen das erst Ende März wahrscheinlich anmelden. Das heißt also, wenn du jetzt ein Unternehmen hast und du machst jetzt für ein anderes Unternehmen auf Rechnung irgendwelche Aufträge, zum Beispiel für ein Gastronomieunternehmen, du baust denen jetzt neue Küchen ein für ein paar hunderttausend Euro, dann kann es sein, dass die zahlungsunfähig jetzt schon sind und dich nicht mehr bezahlen können. Das heißt, wenn ich jetzt Geschäfte mache, wie in der Buchhaltung, wir behandeln den Kunden eigentlich so, als ob wir eine Bank wären, die einen Kredit vergibt. Denn im Endeffekt machst du ja nichts anderes als das, wenn du irgendwas verkaufst oder du machst eine Dienstleistung und der Kunde bezahlt dich erst später. Dann ist es ja eigentlich so, als ob du in Vorleistung gehst, du gibst Geld und Ressourcen aus als Opportunitätskosten und der andere bezahlt dich erst später. Das heißt also, du gibst ihm quasi wie eine Art Kredit. Und wenn du jemandem einen Kredit geben würdest, dann würdest du doch auch mal bei der Kreditreform schauen, bei der Schufa schauen, du würdest dir Zahlen geben lassen. Und das ist eben jetzt ganz wichtig. Also wenn du jetzt ein Unternehmen hast, schau dir die Unternehmen, denen du was machst, an und am allerbesten
lass du dir schon, bevor du anfängst, eine Anzahlung geben, die zumindest mal deine Kosten deckt. Das sind ganz wichtige Faktoren. Schau dir also diese Dinge unbedingt an. Und Leute, keine Sorge, ich stelle meine Unternehmen alle so auf, dass sowas einfach nicht passieren kann. Da muss man vorausdenken. Und mich wundert es immer wieder, wenn ich sehe zum Beispiel Restaurants oder andere Firmen, die liefen 20 Jahre lang gut und dann sagen die, boah, nach 3 Monaten schon, die haben ihre Reserven aufgebraucht. Man sollte immer 6 bis 12 Monate Löhne in der Bank haben, vorarbeiten, Reserven schaffen, Rücklagen schaffen, dass man auch nicht so viel Steuern die ganze Zeit zahlt. Das sind alles ganz wichtige Punkte. Und man sollte auch immer, wenn irgendwas potenziell verrutschen könnte, Kreditlinien oder potenzielle Investoren oder Geldgeber, Banken als enge Partner haben. Das also ganz wichtig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne die Glocke anmachen, abonnieren, solche Videos auch, wenn ihr wollt, verschicken, denn dann seht ihr auch immer eins. Wenn ihr diese Videos verschickt und die andere Person schaut sich's an und sagt, hey, das ist interessant, dann habt ihr schon wieder potenziell neuen Geschäftspartner, neuen Sparringpartner, neuen Mitarbeiter oder ähnliches. Also macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Video, euer Karl. Checkt die Links unbedingt ab. Ciao.